liebe Freunde, hier ist wieder euer Drawny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, im Vergleich zum letzten Mal hat sich genau nichts geändert, außer dass ich jetzt hier wieder selbstlose Heiler mitnehme, weil ich das irgendwie im Moment noch etwas praktischer finde. Vor allem die Mates oft zu heilen, das ist schon cool. Ansonsten hat sich da jetzt nichts geändert. Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Dinge ändern, aber das macht wenig Sinn. Es ist so dann einfach doch am besten. Das Smoggear ist jetzt... Moment. Das Smoggear ist das gleiche wie beim letzten Mal. Hat sich auch nichts geändert. Vielleicht müsste ich den Umhang mal anpassen. Aber ich glaube, da habe ich keinen passenden. Ansonsten die Stats-Items, nichts geändert. Was haben wir hier? Tiefenwindschlucht haben wir. Genau, ist auch ein BG, was ich persönlich mag. Aber es gibt irgendwie viele, die mögen das gar nicht. Naja gut. Das ist eine Mischung, so ein bisschen die Mischung aus Arati-Becken und... nicht Arati-Becken, sondern... Ja, so Arati-Becken bzw. Schlacht um Gildeas und der Silberbruchmine. Ich persönlich finde es super. Ist auch eigentlich ganz schön im Erbe hier zu spielen. Erstmal Waffen hier, genau. Waffenfood haben wir aus, haben wir denn eigentlich gekriegt? Mastery, cool. Dann haben wir jetzt genau noch mehr. Ach ja, genau. Ich werde natürlich noch die restlichen Items sammeln. Ich will nämlich gucken, wie das mit dem 4er Set-Boni so ist. Ob das vielleicht ein Damage, wirklich ein Damage-Boost ist. Denn wie ihr ja zufällig wisst, liebe ich hier, spiele ich einfach gerne mit göttlicher Bestimmung. Und da kann in der Proc-Serie natürlich der Buff aufrechterhalten werden. Den brauche ich noch. Und da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht läuft es ja ganz ordentlich. Oh, schauen. Jetzt geht es ja genau in die Pony Slay Station. Genau, jetzt geht es hier gleich mal rein. Wir gehen wieder in die Mitte, so wie es gehört. Da gewinnen wir hoffentlich den Zerg. Ich hatte heute ein einziges gemacht mit einem Bekannten, mit meinem Schocker-Kollegen und das, ey, wir sind so abgefahren worden, das ist eine Katastrophe gewesen. Boah, hab viel gekotzt. Ich hatte noch nie so schlechte Stats gehabt. So, damit Schlachtstandarte der Horde und mein für die Gilde Wappenteil da. Erstmal HP aufbauen, hier ist hier niemand. HP aufbauen, oh doch, das ist ho ho ho. Kaputt machen, der kriegt einen Stun, kriegen alle Stun CDs an und gib ihm. Bitte den Divine Storm, bitte den Divine Storm, oder eben nicht. Tötet mir die halt so. Wall an. Killing Spree, so gehört sich das. Double Kill, der stirbt auch. Na, schade, ist nicht meiner. Da ist ein Krieger. Kann man noch umzimmern. Hämmerchen, boah, er wird gegenhalten. Ne, der wehrt sich. Rodpad, ja, Rod Warrior, gut, haben wir gewonnen. Dore klauen sie nicht, dafür haben sie die anderen beiden. Gut, das macht nichts. Wo gehen sie hin? Gehen wir hoch, genau, da geht schon einer hin, gehen wir mit. Ah, wir haben zwei Verluste. Drüben ist bei ihm alles tot. Es kommen noch zwei, da kommen ein paar mehr. Lore wird immer noch nicht geklaut, gut. Schurke, da machen wir was Sinnvolles. Genau. Gut, da warten wir. Der kriegt einen Stun, dann kann der Schurke nämlich durchstellen, wenn der Mob nicht rauskommt. Können wir beackern. Richtspruch drauf, Zidis Kick, also Trinket an. Können wir mal stehen bleiben, wieder so zappelig hier. Oh, der macht ja gar nichts, das ist ja scheiße. Killing Spree. Eine Mini-Bubble, damit du nämlich den Effekt vom Karma weg hast. Und den Typen mal. Und jetzt heilen wir dich wieder hoch. Double Kill. Bam. Deswegen liebe ich irgendwie das selbstlose Heilerchen. Natürlich doof, dass man es komplett dispellen kann. Da wäre es wieder praktisch, wenn man wieder nur einen einzigen Stack wegmachen müsste und nicht alle drei, weil alle drei komplett ausgekonnt hat. Ist eigentlich ein bisschen doof. Den greifen wir uns ab. Sag ich doch. Glaub nicht, können wir beeilen. Da ist ja schon wieder ein Krieger, da ist noch ein Schurke. Können wir ihn töten. Na, schade. Ich habe gedacht, ich kann einen Unstoppable. Kann man den aber heilen. Freedom. Oh, den DS. Nein, schon wieder kein DS. Jetzt bräuchte ich einen DS-Brock. Immer so rein. Das sind so schön viel Zahlen. Jetzt kommt er. Aber kein Godlike. Multikill. Ja, ich hatte ja im letzten Mal den Halber mal dieses so ein schönes Add-on gemacht. PvP-Sound heißt das, glaube ich. Ist ganz schön. Ah, ist eine Eule. Ich halte mich mal selber. Ich
kurz laufen. Du kriegst einen Stun, kriegst einen Rechtsspruch, kriegst Judgment, TV. Ich weiß immer, jetzt immer Fernseher ins Gesicht. Auch wenn es ein letztes Urteil ist, also FV. Machen wir es mal selber. 35.000 Selfie, das ist nichts. Da lacht Leute sogar ein Mini-Chemie-Turbo, oder wie war das? Dann können wir nochmal heilen. Nein, eben nicht. So, wo können wir hin? Wir haben zwei. Oben das und vorne. Da oben ist der Ink. Scheinbar. Die Lore haben sie. Wenn sie oben langkommen, können wir sie abfangen. So, ist hier Ink. Oh ja, da ist Ink. Da ist richtig Ink. Der kriegt erstmal einen Stun. Der kriegt CDs ab. Immer die CDs. Schaltplanen sind halt out, ne? Zack. Und schon können wir richtig Damage machen. Kann ich nicht kicken, den aber, den kann man töten. Bubble mal, den ziehen wir hoch. Wo sind wir hin? Ach, jetzt krieg ich auch noch das. Die Schurke geht mir um den Sack, muss ich selber heilen. Geh mit dem Sack. Jetzt stirbst du eben. Nein, ich sterbe. Scheiße, ich hab da ein bisschen noch was anderes gehofft. Naja, gut, okay, passiert. Da habe ich zwei Leuten den Arsch erstmal gerettet. Zumindest einem auf jeden Fall, dem anderen ein bisschen länger. Weniger. So, die Lore haben sie abgefangen. Ja, haben sie abgefangen. Genau, Punkt dann mal wieder. Jetzt ist in der Mitte Ink. Oh, der kriegt. Der kriegt richtig dick Damage. Können wir da. Ah, nein, nicht dagegen, nein. Okay, gewirbelt. Tun wir den Decay-Mastern. Ist jetzt eigentlich super optimal, aber. Weil der Decay kommt ja aus jedem Scheiß raus. Dann tun wir mal Retap. Okay, Pally kommt. Schurke auch. Dann töten wir erstmal den Pally. Da stirbt er schneller. Ja, vor allem mit dem Shammy. First Blood. Du bist als nächstes dran. Ja, komm, dich. Sindus Heal raus. Boah, wäre schön, wenn die Leute buffen. Genau, der ist gut. Ah, da will einer die Lore abfangen. Was ist denn das? Heildreed. Vielleicht können wir ihn ja töten. Versucht eiskalt. Ja, der versucht's. Nee? Da. Ah, da hat jemand anders. Der hat so Milichemie. Milichemie Heiler, CD ist gleich bereit. Ich könnte es mal probieren. So, als nächste CD ist aber kommt noch einer. Vielleicht schaffe ich es ja. Ich glaube es zwar nicht, aber. Ah, ich werde jetzt sterben. Oder doch nicht? Ja, cool, überlebt. Noch. Ich werde zwar länger überleben. Gibt's dann. Wird das abgehauen, der Feigling? Ah, Mist, Kick kommt zu spät. Wirbel, gehen wir raus. Heilen uns selber. First Blood. Den müssen wir heilen. Den müssen wir heilen. Dann kann man sich bewegen. Der hat Stun, kriegt einen Richtspruch und stirbt jetzt. Richtung. Was zieht denn der Prop? Dritte Damage, das ist gar nicht mehr normal. Aber das kann ich auch nicht Ewigkeiten heilen. Nicht schlecht, meine. Nicht schlecht, Herr Specht. Respekt an den Prot Pally. An den Prot Warry. Respekt. So, nachwaffen. Regen. Jetzt muss ich mal regen, das gibt's gar nicht. Also Mana. Also, ja. So, das reicht. Mana regeneriert sich eh schnell genug dann. Wow. Not bad. Bad. Hm, was ist hier? Ah, das ist der Decay und da hinten der Druide. Oh,
das BG läuft doch schon besser als das letzte, was wir hatten. Oh, kein Kill. Kriegst einen Richtspruch drauf, kriegst einen Stun. Wo ist der Richtspruch? Da ist der Richtspruch. Kann er ihm die Turrets verrecken? Die würde er wahrscheinlich ziehen, oder? Nein, zieht er nicht. Schade. Das wäre schön gewesen, wenn er in der Deterrents verreckt wäre. Ach komm, kriegst mal hier Heal-Pads. Und Multistrike. So, gehen wir jetzt hin. Da oben, da drauf. Der braucht Hilfe. Da kommt auch noch was. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 werden wir dann. Wenn der Latra noch überlebt. Der muss noch ein bisschen überleben. Nein, schafft er nicht. Nein, schafft er nicht. Ist hier viel? Wesentlich viel. Okay. Und jetzt ziehen wir auf. Nein, tote Mama kaputt. Druide stirbt. Shami kriegt einen Stun. Oh, Erdschuss hat er ja noch, glaube ich, gar nicht gesehen. Ist krass, was der sich heilt. Eine CD. Killing Spree. Ach, da ist ein Druide. Ha, Frog gleich rausgeschlagen. Rampage. Selbst Double Kill. Oder doch nicht. Da liegt er noch. So. Bleibt da. Monk und Schurk, ja. Sollte auch locker reichen. Oh, die haben die. Wo sind sie? Oh, da unten. Lore haben sie. In der Mitte ist ein bisschen Ink. Das müsste aber eigentlich reichen. Da hat der Sprint. Oh, der hat kein. Ah, der kann ja gar nicht sprinten. Stimmt, der kann ja gar nicht sprinten. Ah, super. Druide down. Priester weckt einen Stun. Richtspruch. Wall. Der muss sterben. Nein! Oh, scheiße. Der Krieger darf jetzt auch nicht verrecken. Was würde die Karte verkehren? Ah, die schafft er nicht jetzt. Dominating! Und jetzt können wir voll heilen. Bam! Genau so geht das. Oh, wo ist die Lore? Wo ist die Lore? Wo ist die Lore? Da hinten! Oh, jetzt komm ich nicht mehr dran. So, noch weiteres. Oh, Spasti, geh weg. Tank ist ja für mich persönlich nichts im BG zu verloren, aber gut. Wieso entscheidet das nicht ihr? Da ist er schon wieder, du nervst dich, hau ab. Das ist echt nicht mehr normal, was der Typ nervt. So ein Arcan-Mage. Holen wir den weg. Also den. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich, ja. Ich hab's verlegt. Geil. Okay. Boah, 18 zu 1. Puh, nicht schlecht. So, Damage haben wir, ja gut. War mal zweiter Stelle. Heal. Da waren wir auch ganz ordentlich dabei. Und bei Horde und dritter Stelle. Das heißt, wir haben zwei Healer gehabt. Aber die hatten zwar auch zwei. Not bad. Not bad. Ja, dann auch hier wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann lasst dann so ein Ab damit in die Kommentare. Ich freue mich da immer drauf. Könnt auch gerne auf Twitter mir folgen und da mir schreiben. Ich gebe in der Regel immer Antwort. Daumen hoch, runter ist eure Entscheidung und so weiter. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.